Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung. Ich habe ein bisschen gehört, was Sie hier machen in der Philosophengesellschaft und bin doch sehr beeindruckt. Das gibt es nicht sehr oft, dass sich so viele Leute um so streng philosophische Themen versammeln. Und heute haben wir es mit einem der, wie wir schon gehört haben, spannendsten Texte zu tun, deren Aktualität aber inzwischen prekär ist. Und darüber, denke ich, werden wir heute miteinander reden. Wir müssen einander sicher nicht davon überzeugen, dass physische, körperlich zudringliche oder gar verletzende, blutige Gewalt menschenverachtend ist, dass sie also nicht akzeptabel ist. Das muss man auch nicht lange begründen. Wir machen allerdings Einschränkungen für rechtlich gedeckte Gewalt, nämlich dann, wenn wir sie als notwendig zur Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Ordnung betrachten. Die Grenze zwischen nicht akzeptabler und akzeptabler Gewalt ist dann die rechtliche Deckung der Gewalt. Man kann sie enger oder weiter ziehen. Und darüber werden wir heute Abend reden, wenn wir auf Immanuel Kants Philosophenentwurf zum ewigen Frieden zurückblicken, den er 1795 erscheinen ließ. Dieser Entwurf hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Grundsatz, jede rechtlich nicht gedeckte physische Gewalt zu vermeiden und abzuwehren, in die politische Kultur nicht nur Europas und Nordamerikas einging, sondern auch ein Maßstab der sich immer weiter ausbreitenden Staats- und Rechtskultur moderner demokratischer Gesellschaften in der ganzen menschenbewohnten Welt geworden ist. Vor allem in Nord-, West- und Mitteleuropa sind wir sogar gegen die Anwendung rechtlich gedeckter physischer Gewalt sensibel geworden. Gewalt muss, wenn sie nicht sehr klar gerechtfertigt wird, mit unserer moralischen Empörung rechnen, etwa bei der Räumung von Sitzblockaden, besetzten Häusern, Bahnhofsbaustellen, bei der Kanalisierung von Demonstrationen, der Einhegung von Flüchtlingsrouten, Strömen und so weiter. Aber Gewalt ist, wie wir inzwischen wissen, nicht immer leicht zu orten. Und darüber will ich zunächst ein paar Takte sagen. Sie kann ganz unterschiedlich auftreten. Und sowohl ihre Abwehr als auch ihre Rechtfertigung kann entsprechend unterschiedlicher Art sein. Wird physische Gewalt als polizeiliche bis hin zu militärischer Gewalt national und international zur Wahrung der öffentlichen Ordnung eingesetzt, gilt sie als staatspolitisch gerechtfertigt. Hier wird der Wert der Ordnung dem Wert des Friedens vorgezogen, mit der Begründung, dass in größeren Gesellschaften Frieden nur unter der Bedingung von Ordnung möglich und ein solcher geordneter Friede zuweilen nur durch physische Gewalt zu erreichen ist. Den USA, der führenden Demokratie in der Welt, scheinen dazu nach jeweiligem Recht der Bundesstaaten oder auch Hinrichtungen oder in rechtlichen Grauzonen Folter, bewährte Internierungslager erlaubt, die wachsende Drohung des Terrorismus, der sich längst nicht mehr nationalstaatlich in Grenzen hält und sich immer offener zu brutaler Gewalt gegen offensichtlich Unschuldige bekennt, senkt auch die Schwelle, physische staatliche Gegengewalt auszuüben. Das ist uns ja allen ganz geläufig. Geordneter gesellschaftlicher Friede kann aber auch, wie wir vor allem von Michel Foucault gelernt haben, kaum mehr spürbare und dennoch die Körper zurichtende, disziplinierende und darin hocheffektive und dauerhafte Gewalt einschließen. Das beginnt
wie Foucault gezeigt hat, mit der Ordnung in disziplinierenden Anstalten jeder Art, nicht nur Gefängnissen, sondern auch Kasernen, Schulen, Krankenhäusern, jetzt auch Asylunterkünften. Diese disziplinierende Gewalt reicht aber noch tiefer, bis in die normativen Ordnungen des Rechts und der Moral und noch tiefer bis in die strukturellen Ordnungen von Diskursen und Sprachen hinein. Wir müssen uns als Mitglieder einer Gesellschaft solchen Disziplinierungen fügen, ob wir wollen oder nicht, und nehmen sie in der Regel auch als ganz selbstverständlich hin. Wir sprechen hier, zumindest was die moralischen und sprachlichen Disziplinierungen betrifft, kaum mehr von Gewalt, und manche warnen auch vor solchen Redeweisen. Der Begriff der Gewalt könnte sonst zerfließen. Aber immerhin hat schon Nietzsche von der Gewalt der moralischen Vorurteile gesprochen, die tief in die geistigste, in die anscheinend kälteste und voraussetzungsloseste Welt gedrungen sei und, wie er sich von selbst versteht, schädigend, hemmen, blenden, verdrehen, soweit Nietzsche. Und die Sprache, die vorgibt, ob und wie man etwas sagen kann, nannte er unter allen Gewalten, welche über den Menschen bisher verfügt haben, die gewaltigste. Moralen und Sprachen können deutlich das beschränken, was in unseren Gegenden seit Kant als ebenso wichtig gilt wie die physische Unversehrtheit, nämlich die geistige Freiheit. Sie können das Denken auch dahingehend vorprägen, dass es gewaltbereiter wird, auch und gerade in feinsten intellektuellen Gehirnen. Selbst für brutale Gewalt im großen Stil haben sich immer Rechtfertigungen gefunden. Wir haben es hier neben der staatspolitisch Gerechtfertigten mit einer gesellschaftspolitisch oder mit Foucaults Begriff einer biopolitischen, im Ganzen einer, sagen wir, kulturellen Gewalt zu tun, die schon gar nicht mehr gerechtfertigt wird, weil sie in der Regel gar nicht als solche auffällt. Beide Spielarten der Gewalt kann man als disziplinierende Gewalt zusammenfassen. Und die zweite, die gesellschaftspolitische, ist gegenüber der ersten, der staatspolitischen, die umfassendere. Sie werden etwa auch Freiheitsstrafen, also Einsperrungen auf engstem Raum in unserer Strafkultur, noch fast unbefragt als berechtigt und angemessen betrachtet. Das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man Leute 15 Jahre lang in eine Zelle sperrt und sich davon etwas erhofft. Wenn bei der staatspolitisch gerechtfertigten Gewalt der Wert der Ordnung dem Wert des gewaltlosen Friedens vorgezogen wird, so bei der gesellschaftspolitischen der Wert einer höheren, disziplinierteren Kultur dem ebenso denkbaren Wert eines, sagen wir, lockeren, ganz selbstbestimmten Lebens, in dem jeder seinen Vorstellungen folgen kann. Soweit wir uns ein solches Leben überhaupt noch vorstellen können, würde es, wenn es friedlich bleiben soll, paradiesische Verhältnisse voraussetzen, in denen jedem alles, was er braucht und will, ohne Aufwand und Anstrengung zur Verfügung stünde. Wir hätten in heutigen Begriffen eine reine Spaßgesellschaft und bis vor kurzem schien sie hierzulande auch gar nicht so fern. Aber wir wissen natürlich, wie viel Aufwand und Anstrengung allein ihre Sicherung heute kostet. Ohne Aufwand und Anstrengung aber blieben gerade paradiesische Verhältnisse primitiv. Man müsste ja nichts weiter tun. Unter vielen zurück. Was wir höhere Kultur nennen, schließt dann aber eben Disziplinierung und mit ihr auch Spielarten der Gewalt ein. Vergessen wir schließlich nicht,
ganz kurz, wir nehmen in modernen rechtsstaatlichen Gesellschaften auch physische Gewalt in gewissen Grenzen hin, zum einen aus sozialpsychologischen Gründen. Da geht es vorwiegend um junge Männer, von denen sich viele gerne schon einmal in Raufereien, Schlägereien, Randale, brutale Kampfspiele mit der Polizei einlassen und sich, wie man sagt, in ihnen austoben. Das kann bis hin heute zu Söldnerdiensten in Kampfeinsätzen wie etwa in Syrien gehen. Physische Gewalt wird hier als Abenteuer gesucht, in anderer, oft damit verbundener Form auch als sexuelle Gewalt. Wir billigen sie nicht, dulden aber manche ihrer Spielarten bis zu einem gewissen Grad. Das letzte Beispiel zeigt, dass physische, verletzende, tödliche Gewalt nach wie vor auch religiös gerechtfertigt und in spektakulären Attentaten und selbst Kriegen gegen nach unseren Begriffen völlig Unschuldige offen demonstriert werden kann, wenn auch nicht hier bei uns. Es ist wohl vor allem diese Gewalt, die Sie, die Veranstalter, bewegt hat, diese Vortragsreihe ins Leben zu rufen. So wie sie etwa vom sich selbst so nennenden islamischen Staat ausgeübt wird, versteht sie sich durchaus als staats- und biopolitisch gerechtfertigt, als disziplinierende Gewalt, die die Menschenwelt im Ganzen kulturell verändern soll. Ich schicke das voraus, damit wir uns nicht zu schnell für Kants philosophischen Entwurf zum ewigen Frieden begeistern, um den es jetzt gehen soll. Denn er ist begeisternd für friedliebende, kultivierte und disziplinierte Menschen. Aber eben weil er begeistert, kann er, so streng kritisch er im Geist der kantischen Philosophie angelegt ist, leicht über vieles hinwegsehen und vergessen lassen. Zudem liegt er schon über 200 Jahre zurück und entstand, für die Ewigkeit gedacht, doch in einer sehr spezifischen historisch-politischen Situation. Der damals 71-jährige Kant verfasste ihn inmitten der sogenannten Koalitionskriege der Alten auf ihre angestammte Legalität und Legitimität pochenden absoluten Monarchien gegen das revolutionäre Frankreich, das mit seinen serienmäßigen Guillotinierungen den bisher härtesten politischen Terror organisiert hatte, nicht aus Menschenverachtung, sondern, wie jedenfalls führende Leute wie Danton oder Robespierre glaubten, aus reinsten Gründen der Vernunft. Kant fand also für die damaligen Verhältnisse schwerste und zugleich auf beiden Seiten den bis dahin legitimen Herrschern und den Revolutionären, die das Recht neu in unserem Sinn demokratisch fundierten, hoch gerechtfertigte Gewalt vor. Und denkt wir, dass damals, 1795, der Herrscher neuen Typs, der sich von einem militärischen Genie zu einem Europa dauerhaft politisch und rechtlich neu ordnenden und dazu unzählige Kriege mit begeisternd kämpfenden Armeen führenden und schließlich absolut herrschenden Kaiser entwickeln sollte, Napoleon Bonaparte, noch nicht hervorgetreten war. Seine berühmten Feldzüge begannen erst ein Jahr danach. Kant sprach also in den Terror und den Krieg hinein und vollbrachte es, sich auf keine der beiden Seiten, sondern über beide zu stellen. Entsprechend wurde sein philosophischer Entwurf, wie er das selbst nannte, ebenso bekämpft wie begrüßt und so zu einem großen publizistischen Erfolg
mit Nachwirkungen bis heute. Für viele ist er immer noch so etwas wie ein Glaubensartikel, auch wenn und gerade weil der ewige Friede wieder einmal sehr ferne gerückt ist. Ich versuche im Folgenden als kritischer Philosoph Frieden und Gewalt, so mein Untertitel, Idee und Realität, Ewigkeit und Zeitlichkeit in Kants Entwurf gegeneinander zu halten und dabei zu beobachten, wo und wie Kant die Grenze zur physischen, körperlich verletzenden, blutigen Gewalt zieht. Denn er zieht sie nicht explizit. Das muss man sehr mühsam erst herausfinden. Es geht Kant nicht um den bloßen Wunsch nach Frieden, sondern um die reale Möglichkeit eines ewigen Friedens unter den Staaten Europas und der Welt. Er setzt moralisch, und das heißt bei ihm auch idealistisch an, versucht aber zugleich realistisch zu bleiben. Das macht die Sache interessant. Er tritt sehr bewusst in der Rolle eines Philosophen, nicht einfach eines Bürgers oder Publizisten oder Staatsrechtlers auf. Es geht ihm zumindest auch um das Verhältnis von Philosophie, Moral und Politik überhaupt. In seiner politischen Philosophie, deren Kernstück der Entwurf zum ewigen Frieden ist, arbeitet er dabei mit zwei Grundunterscheidungen, die wir uns jetzt immer vor Augen halten müssen. Der Unterscheidung von Recht und Gewalt einerseits, der Unterscheidung von Vernunft und Natur andererseits. Beide hängen zusammen. Die Frage ist, wie? Auf der Grundlage der beiden Unterscheidungen führt Kant seinen Entwurf auf die Unterscheidung eines, wie er das nennt, politischen Moralisten einerseits und eines moralischen Politikers andererseits hinaus. Unter dem ersten, dem politischen Moralisten, versteht er einen Politiker, der die Moral seiner Politik unterwirft. Unter dem zweiten einen Politiker, der sich von der Moral leiten lässt und er will natürlich auf den zweiten hinaus. Übrigens ein wirklich brandaktuelles Thema, wenn Sie an die Zeitungen vom Dienstag, glaube ich, denken, als Ban Ki-moon in Berlin war. Der Moral aber sollte eine für alle geltende, allgemeingültige, darum aus reiner Vernunft zu begründende Moral sein, die, das kennen Sie alle, des kategorischen Imperativs. Das ist der Rahmen der Abhandlung. Die Frage eines solchen Friedens als solche war nicht neu. Sie wurde im 18. Jahrhundert lange schon diskutiert. Doch Kants Entwurf ist ganz eigentümlich. Denn er ist seinerseits in der Form eines Friedensvertrags angelegt. Sie haben, glaube ich, den Text auch schon studiert, gemeinsam viele von Ihnen. Und Sie haben auch dieses Papier vor sich, dann sehen Sie das. Mit sogenannten Präliminarartikeln, Definitivartikeln, Zusätzen und Anhängen. Kann sich das richtig vorstellen, wie noch ein Siegel darauf kommt? Dennoch ist er kein Formular für Friedensverträge, in das man nur die jeweiligen Umstände eines zu schließenden Friedens eintragen müsste, sondern ein Friedensvertrag über Bedingungen künftiger Friedensverträge, also theoretisch etwas sehr Interessantes, ein selbstbezüglicher Friedensvertrag. Also ein Friedensvertrag darüber, wie man Friedensverträge abzuschließen hat. Das heißt, ist ein Vertrag, der sich selbst in seine Theorie einschließt, dabei aber auch Theorie
bleibt. Er soll ja allgemein gelten, also für jeden Beliebigen, auch für Syrien oder so. Ja? Als Friedensvertrag setzt er aber zugleich Kriege voraus, orientiert sich darin an bestehenden Realitäten, entwirft also keine Utopie. Der nicht ausgesprochene Leitgedanke ist, dass man zuerst zu einem Frieden im Denken, dem wiederum reflektierten, selbstbezüglichen philosophischen Denken kommen muss und hier auch zu einem endgültigen, also ewigen Frieden kommen kann. Das wollte Kant ja auch in der theoretischen Philosophie erreichen. Erst so werde auch ein ewiger Friede unter den Staaten möglich. Sie merken, wie voraussetzungsreich das jetzt schon gedacht ist. Kant sieht im Sinn dieser Vortragsreihe den Anfang des Friedens oder der Begrenzung der Gewalt schon im Denken und gerade im Denken. Auch wenn Kant nicht wie einstmals Platon im Sinn hat, dass Philosophen selbst als Politiker Frieden schaffen sollen, ist sein Anspruch auf politischen Einfluss oder politische Macht der Philosophie also denkbar hoch. Nietzsche, der als scharfer Kant-Kritiker gilt, Kant aber zugleich hoch geschätzt hat und ihm sehr viel verdankt, hat 90 Jahre später von den eigentlichen Philosophen als Befehlenden und Gesetzgebern gesprochen. Die eigentlichen Philosophen sind befehlende Gesetzgeber. Das schadet jedem natürlich, aber muss das natürlich richtig verstehen. Und richtig verstehen kann man das genau mit Kant. Denn Kant tritt in seinem Entwurf zum ewigen Frieden buchstäblich als Gesetzgeber auf, auch wenn ihn Nietzsche dann doch nur als philosophischen Arbeiter gelten ließ, aber das ist ein anderes Thema, über das wir diskutieren können. Er beginnt jedoch, um seine Position als Philosoph klar und sicherzustellen, fast demütig mit einer Clausula Salvatoria, wörtlich einer rettenden Rechtsbedingung. Eine salvatorische Klausel besagt, dass ein Vertragswerk auch dann im Ganzen gültig bleibt, wenn einzelne Vertragsbestandteile oder Klauseln sich als rechtlich unwirksam erweisen sollten. Kant wendet die salvatorische Klausel jedoch so, dass sie ihn selbst, nicht seinen Entwurf, rettet. Wenn nämlich von Staats wegen hinter seinen auf gut Glück gewagten, wie er schreibt, und öffentlich geäußerten Meinungen Gefahr für den Staat gewittert würde, solle man ihn nicht belangen wollen. Denn das könne nur, schreibt Kant, eine böswillige Auslegung sein. Böswillige Auslegungen aber lässt, das wissen Sie alle, jeder Vertrag zu. Und Kant wusste, dass er von der staatlichen Zensur streng beobachtet und gegebenenfalls von der Regierung Preußens, dem Königsberg damals zugehörte, inkriminiert würde, angeklagt würde. Ihm war kurz zuvor, 1794, ein Jahr zuvor, nach seinen Veröffentlichungen vor allem zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, durch eine Kabinettsordre des preußischen Königs geboten worden, nichts mehr zu publizieren, was zur Herabwürdigung mancher Haupt- und Grundlehre der Heiligen Schrift, wie es hieß, und des Christentums geeignet sei. Ansonsten habe er mit höchster Ungnade und unangenehmen, wörtlich, Verfügungen zu rechnen. Das hätte wohl nicht physische Gewalt oder Haft, aber Entlassung aus dem Professorenamt ohne Bezüge oder auch Verbannung aus Königsberg bedeuten können. Ich muss nicht erläutern, was das für Kant bedeutet hätte. Die Regierung fürchtete also Aufwiegelung von Gewalt gegen sie, und Kant hatte Gewalt
oder eine Spielart von Gewalt gegen sich selbst zu fürchten und riskierte sie. Er war zumal als edler Greis, wie man ihn damals nannte, kein politischer Revolutionär, kämpfte aber entschlossen für die Freiheit, seine Meinung zu veröffentlichen. Der Entwurf ist also in eine Situation wechselseitiger Gewalterwartung hineingeschrieben, also nicht nur die Kriege, sondern direkt auch in Königsberg, jetzt aber die staatspolitische Gewalt. Und Kant begann auch gleich damit, seinen Entwurf, dass Staatsoberhäupter des Krieges nie satt werden können. Er sucht in aller Demut die Situation mit einer trickreichen Selbstdarstellung zu entschärfen. Wenn ein Philosoph oder theoretischer Politiker, fährt er fort, in den Augen eines praktischen Politikers oder weltkundigen Staatsmannes mit sachleeren Ideen einen süßen Traum träume, so könne er dem Staat ja wohl keine Gefahr bringen. Also auf Deutsch, wenn Staatsmänner meinen, die Philosophen reden eben daher, dann kann es ja keine große Gefahr sein. Er beansprucht, wie Sie gehört haben, höchsten politischen Einfluss und setzt ihn zugleich schlau herab. Er arbeitet also mit einer List und doch wieder nicht. Denn er legt die List ja offen. Wenn man sagt, ich gehe jetzt mal ganz listig vor, ist es ja nicht mehr listig. Und das hat auch geklappt. Kants Schrift verfiel, trotz deutlicher Kritik auch in Preußen, nicht der Zensur und erlebte noch zu seinen Lebzeiten viele Auflagen. Der Vertragsentwurf beginnt dann seinerseits sogleich mit dem staatspolitischen Einsatz von Listen. Und hier will ihn Kant streng verboten sehen. Es muss ohne Listen gehen. Der erste der 6 Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten, also der Vorbedingungen, die jedem künftigen Friedensvertrag vorausgehen sollen, lautet, Sie haben es vor sich, es soll kein Friedensschluss für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden. Geheimer Vorbehalt, das ist eine List. Der Friede kann nicht ewig sein, wenn man schon beim Friedensschluss hinterhältig auf einen neuen Krieg sinnt. Das ist klar. Aber diplomatische Vorbehalte schließt jeder Vertrag ein. Sonst müsste man ihn gar nicht schließen, sondern könnte einfach aufeinander vertrauen. Und solche Vorbehalte dürfen auch nicht ausgesprochen werden, sonst kommt der Vertrag nicht zustande. Das ist klar. Aber wie weit reicht das Geheimhalten? Hält man etwas schon geheim, wenn man es nicht ausspricht? Kann man nicht auch etwas vor sich selbst geheim halten? Man kann die Motive und Vorbehalte eines anderen letztlich nie kennen, weil man in sein Bewusstsein nicht hineinsehen kann. Und spätestens seit Nietzsche und Freud wissen wir, dass man auch seine eigenen Motive und Vorbehalte sich nur begrenzt eingestehen kann. Kants Vorgabe ist insofern realitätsfern. Wissen wir, wusste er, was sich hinter seiner eigenen List verbarg? Umso mehr verlangt Kant guten Willen, mit dem nach ihm alle Moral beginnt. Moral ist für ihn noch etwas weitgehend Unschuldiges, eben eine Sache des guten Willens, die man von jedem erwarten und verlangen kann. Beweisen alle guten Willen, wäre es natürlich leicht, das Ende aller Hostilitäten, also aller Feindseligkeiten herbeizuführen. Das wäre schon das Ende aller Feindseligkeiten. Aber guten Willen kann man eben nicht immer voraussetzen.
weder unter einzelnen Menschen noch unter Staaten. Und selbst offen bekundete moralische Motive können die dunkelsten Ursprünge haben. Also hier sitzen viele Ehepaare, die sich schon Jahrzehnte kennen, einander kennen. Und ich muss nicht erläutern, dass das selbst in den engsten Verhältnissen so bleibt. Sie können nach 50 Jahren noch überrascht sein von der Motivik der oder des anderen. Keine Details. Kants Entwurf ist also auf eine inzwischen ziemlich prekäre Voraussetzung gebaut. Und er scheint das Prekäre seiner Voraussetzung auch selbst zu sehen. Denn er sichert sie ihrerseits ab. Und noch einmal moralisch. Ein geheimer Vorbehalt, also eine List, schreibt er in den Entwurf hinein, sei unter der Würde des jeweiligen Regenten bzw. seines Ministers. Er verankert den guten Willen zum Frieden also in der Würde des Menschen. Und diese Würde sichert er dann noch einmal moralisch ab, indem er von einer Einsicht in die Sache, wie sie an sich selbst ist, spricht. Die Möglichkeit einer solchen Einsicht in die Sache selbst hat er, wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie auch Kants theoretische Philosophie kennen, dort bekanntlich rundum bestritten. Die berühmte Sache und das Ding an sich kommen wir nicht ran. Also es gibt keine Einsicht in die Sache selbst. Aber in der Moral soll sie gelten. Denn seinen eigenen guten Willen könne nach Kant jeder erkennen, wenn er darin die Stimme der Vernunft höre, die ihm kategorisch befehle, handle so, dass du wollen kannst, deine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal gefragt haben, wer Sie da eigentlich duzt. Handle so, dass du. Das soll die Stimme der Vernunft sein. Das ist aber natürlich ihre Vernunft. Ihre oder ihre oder ihre, die sie da duzt. Ja? Denn wie kann man denn wissen, dass da die Vernunft spricht? Wie kann man überhaupt wissen, dass es eine Vernunft gibt, die rein als Vernunft zu jedem und jeder spricht? Nimmt man die Kritik der reinen Vernunft ernst, dann weiß man, dass nach deren Kriterien nur wirklich ist, was auch sinnlich wahrnehmbar ist. Alles andere ist nur gedacht. Genau das kann nach Kants Prämissen die Vernunft aber nicht sein. Die Vernunft ist nicht sinnlich wahrnehmbar, definitionsgemäß. Also ist sie streng genommen nach Kant kann man nicht sagen, dass sie wirklich sei. Also wenn jetzt hier meine Kant-Kollegen stehen, die würden jetzt vielleicht aufschreien, das hat komischerweise kaum einer gemerkt, aber es ist so. Darum kommt man nicht herum. So kommen wir hier also nicht, wie viele immer noch glauben, auf einen letzten Grund, festen Grund, sondern nur von einer prekären Voraussetzung zu weiteren prekären Voraussetzungen. Und von ihnen hängt nun auch das Weitere ab. Kants zweite Vorbedingung oder Präliminarie ist bereits weniger prinzipieller als pragmatischer Art. Es soll kein für sich bestehender Staat, klein oder groß, das gilt hier gleich viel, von einem anderen Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können. Kant spricht hier den Länderschacher an, der jahrhundertelang unter den dynastischen Regimen Europas betrieben wurde, zuletzt noch bei der Aufteilung Polens unter Russland, Österreich und Preußen, die letzte war 1795, also genau in diesem Jahr. Er setzt, das gehört zu den revolutionärsten Gedanken seiner Zeit, einen Staat mit der jeweiligen Gesellschaft von Menschen gleich, also nicht als Besitz von irgendjemandem,
die ihm angehören und über die niemand anders als der jeweilige Staat selbst zu gebieten und zu disponieren hat. So kann ein Staat ebenfalls als eine solche, so Kant, moralische Person betrachtet werden, unter deren Würde es wäre, käuflich oder anders wie veräußert zu werden. Nur als eine solche moralische Person könne ein Staat auch einen Vertrag schließen, und aus demselben Grund dürften auch, was zu Kants Zeit noch gang und gäbe war, Soldaten nicht an andere Staaten verkauft werden. Also Ihre Generation wird sich noch erinnern an Friedrich Schillers Kabale und Liebe, das ist ein großes Thema. Ja, der Fürst verkauft eine Kompanie Soldaten und kauft ein Diadem für seine Geliebte. Beides, der Länderschacher und der Verkauf von Landeskindern, hat längst aufgehört, aus welchen Gründen auch immer. Kant fragt aber andererseits nicht weiter nach, wie und mit welchem Recht die bestehenden Staaten denn zustande gekommen sind, von denen er ausgeht. Wir wissen inzwischen zu Genüge, dass gerade hier über Jahrhunderte hinweg Kriegsgründe schwelen können. Wir haben das etwa bei Jugoslawien erlebt, zuletzt noch bei der Krimkrise und erleben es weiter bei den künstlich von den früheren Mandatsmächten abgezogenen Staaten des Nahen Ostens. Solche künstlichen Staaten können sehr leicht in Kriege zerfallen, einfach weil sie irgendwie mal gewaltmäßig zustande gekommen sind. So ist auch die zweite Vorbedingung voraussetzungsreich und die Voraussetzung, also die der für sich bestehenden Staaten, bedenklich. Die dritte Vorbedingung eines Friedensvertrags über die Bedingungen künftiger Friedensverträge ist nach Kant: Stehende Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören. Da lacht das Herz, da freut man sich, aber auch das ist nicht so einfach. Stehende Heere, so Kant, stellen eine ständige Versuchung dar, wenn immer sich die Gelegenheit dazu bietet, Eroberungskriege zu eröffnen. Sie waren zu Kants Zeit noch nicht sehr lange Brauch und sie waren in der Regel auch nicht sehr groß. Einfach weil sie sehr teuer waren. Die Regel waren auf Zeit zusammengekaufte Söldnerheere, die jedoch ihrerseits gefährlich waren, auch für einen Auftraggeber, denn sie konnten sehr leicht außer Kontrolle geraten. Dagegen schützten stehende Heere, soweit sie von einem loyalen Adel geführt wurden, absolute Monarchien am besten, nach innen und außen. Und so hielt sich, wie wir alle wissen, gerade Preußen ein für seine Verhältnisse übergroßes Heer und wurde dadurch zur Großmacht. Das stehende Heer war dort die Basis des Staates. Es in Frage zu stellen, hieß also Preußen in Frage zu stellen. Das war mutig und weitsichtig von Kant. Zugleich räumt er jedoch einen anderen, eher neuen Typus von Heeren ein, die aus den Bürgern selbst, sobald nötig, zur Verteidigung des Staates zusammengestellt werden. Er nennt sie Staatsbürger in Waffen. Sie kennen das, Staatsbürger in Uniform, das stammt ziemlich direkt von Kant. Der sonst verwendete Begriff Miliz war in Preußen verboten. Milizen kamen mit großem Erfolg in der Französischen Revolution zum Zug, als für den Bestand der Republik gekämpft wurde, nun weniger für Geld als aus Begeisterung für die Nation. Das heißt, man opferte sich, ohne auch nur dafür bezahlt zu werden, nur aus Begeisterung für die Nation. Was ist das? Das war eine ganz neue Erfindung damals. Das wusste man nicht so genau, wir wissen es heute auch noch nicht. Aber gerade mit solchen Armeen konnte Napoleon da nicht nur Verteidigungs-, sondern ebenso weit ausgreifende Eroberungskriege führen. Die Grenze, die Kant ziehen wollte, war also kaum zu ziehen. Und bis heute sind überall in bestehenden Staaten auch die Heere stehen geblieben. Mit der vierten Vorbedingung: Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden,
erkennt Kant das Kreditsystem, so nennt er das, für Staaten als eine sinnreiche Erfindung eines handeltreibenden Volks in diesem Jahrhundert an. Also es geht um die Staatsverschuldung. Es war das Jahrhundert der zunehmenden staatlichen Wirtschaftslenkung und Förderung unter dem Namen des Merkantilismus. Die Staatsverschuldung sei nun aber ins Unabsehbare gewachsen und müsse unvermeidlich irgendwann in den allgemeinen, Kants Wort, Staatsbankrott führen. Das ist sichtlich immer noch richtig. Kant war auch klar, dass man soeben auch und vor allem Kriege finanzieren konnte, zumal wenn sie die Förderung des Staatsschatzes versprachen. Geldmacht war, so Kant, Heeresmacht und umgekehrt. Meinen lassen sich nur die Bundesmacht entgegensetzen, also die Macht von Bündnissen mit anderen Mächten, die Kriege ausschließen. Näheres sagt er dazu nicht und auch nicht dazu, wie gerade die Finanzierung von stehenden Heeren aus der Staatsverschuldung ausgenommen werden sollte, was er ja verlangt, für die sie ja neben die Finanzierung des Beamtenapparats und der Repräsentationsbauten vor allem gedacht war. Das waren die wichtigsten Staatsausgaben. Sozialversicherungssysteme gab es ja noch nicht. Der von Kant im Prinzip als segensreich betrachtete Merkantilismus, viel mehr kannte man noch nicht, Adam Smith war noch nicht sehr bekannt, also damit auch nicht die allgemeine, die freie Marktwirtschaft, führte gerade zu Handelskriegen, vor allem zwischen den großen Handelsmächten und forcierte den Kolonialismus und den Sklavenhandel. Andererseits haben wir ja erlebt, wenn wir uns an unsere Gegenwart erinnern, wie die Sowjetunion zusammenbrach, als sie eine weitere Hochschraubung der Rüstungsspirale, wie sie die USA unter Führung von Ronald Reagan ankündigten, nicht mehr finanzieren konnte, auch weil der Finanzmarkt nicht mehr mitspielte. Hier wirkten also, was Kant natürlich nicht ahnen konnte, Rüstungsfinanzierung, Staatsschulden und Finanzmärkte im großen Stil wieder erwarten, friedensstiftend. Der Kalte Krieg ging zu Ende, wenn auch sicher nicht auf ewig. Auch dieser Präliminarartikel ist also gut gemeint, aber sichtlich zu einfach. Das gilt, wie wir heute sehen, auch für den fünften. Kein Staat sollte in die Verfassung und Regierung eines anderen Staats gewalttätig einmischen. Er ist sicherlich ein gutes Stück realistischer und ist auch als Nicht-Einmischungsprinzip in die Statuten der Vereinten Nationen eingegangen. Aber gilt wieder nur unter Voraussetzung bestehenden, ihrem Bestand nicht in Frage gestellte und die Menschenrechte achtender Staaten nicht, meinen wir heute, etwa für das gegenwärtige Syrien, dessen Machthaber rücksichtslos Gewalt gegen die eigene Bevölkerung einsetzt und schon gar nicht für Gebilde wie den Islamischen Staat, der rundum härteste Gewalt ausübt und den wir uns berechtigt fühlen, als Staat zu zerstören. Die halten sich ja für einen Staat, nur wir nicht. Als noch weniger realistisch hat sich die sechste und letzte Vorbedingung erwiesen. Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen, als da sind Ausstellung der Meuchelmörder, Giftmischer, Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats in den bekriegten Staat und so weiter. Hier müssen wir im Blick etwa auf die Ukraine-Krise fast lächeln. Kant ist sichtlich noch der Idee vom gerechten und ehrbaren Krieg verpflichtet, der klare und begrenzte Ziele hatte.
sodass ein Vertrauen in die anschließende Friedensordnung zurückbleiben konnte. Ansonsten drohe der beiden Seiten vernichtende Ausrottungskrieg, Kanzwort, der schlechterdings unerlaubt sein müsse. Ein solches Vertrauen vorausgesetzt, wird Meuchelmord und Ähnliches dann ehrlos. Aber gilt das auch für Spionage, die ja auch das wechselseitige Vertrauen verletzt? Wir haben erlebt, dass man dieses Zutrauen noch nicht einmal unter befreundeten Staaten erwarten kann. Und gerechte Kriege gibt es für uns höchstens noch für die Wiederherstellung verletzter Menschenrechte. Kein Land kann und will heute auf Geheimdienste und Ähnliches, so prekär sie sind, verzichten. Und wenn sie heute auch weitgehend ohne Meuchelmord und Giftmischerei auskommen, setzen sie doch regelmäßig das wechselseitige Vertrauen unter den Staaten aufs Spiel. Also hier endet der Realismus, will ich damit nur sagen. Wir müssen ja immer gucken, also es soll ja ein Friedensvertrag sein für künftige Friedensverträge, die wirklich einen ewigen Frieden bewirken sollen. Wie weit ist das möglich? Wie weit können wir das heute sehen? Im Kommentar zu dieser letzten Vorbedingung fällt zum ersten Mal der Begriff Gewalt, um den es ja hier eigentlich geht. Im 5. Prämillar-Artikel war schon von gewalttätig die Rede. Gewalt ist für Kant dort, wo das Recht, auch im Krieg, nicht gemäß dem Recht behauptet wird. Sie beginnt also dort, wo das Recht und die Moral, die das Recht stützen soll, enden. Das heißt umgekehrt im Sinn dieser Vortragsreihe, Gewalt soll nach Kant so weit wie möglich durch Moral und Recht eingedämmt werden. Gelänge das, wäre sogar ein ewiger Friede unter den Staaten denkbar. Kant will jedoch nicht von Philanthropie reden. Er geht durchaus, sein Wort, von der Bösartigkeit der menschlichen Natur aus, die im bürgerlich-gesetzlichen Zustande durch den Zwang der Regierung sich sehr verschleiert. Als in der Regel nur nicht erkennbar wird, an die Oberfläche kommt, sondern der Deckel drauf ist. Man muss ja also dieser bösartigen Menschennatur das Recht entgegensetzen und das Recht seinerseits mit Gewalt wappnen. Das lässt sich anhand der drei Definitivartikel zum ewigen Frieden verfolgen, die den zweiten und den Hauptabschnitt des Entwurfs ausmachen. Kant unterfüttert hier die Unterscheidung von Recht und Gewalt nach und nach durch die Unterscheidung von Vernunft und Natur, wie ich angekündigt habe. Der Friedenszustand unter Menschen beginnt er hier, ist kein Naturzustand, der vielmehr der Zustand des Krieges ist. Das werden Sie wiederum kennen. Wenn man vom Naturzustand des Krieges ausgeht, schließt man so realistisch wie möglich an Thomas Hobbes an, der in seiner Staatsphilosophie von der tödlichen Bedrohung aller durch alle ausging, dem Bellum Omnia, Omnium contra Omnes. Der Friedenszustand muss nach Kant erst gestiftet werden, und das dürfe, wenn er dauerhaft oder gar ewig sein solle, nicht durch Gewalt, sondern müsse durch das Recht geschehen. Das war und ist die neuzeitliche Idee des Gesellschaftsvertrags, die auch Hobbes vortrug und die unterstellt, dass alle Beteiligten, wenn sie unter gleichen Bedingungen und mit gleichen Rechten ausgestattet werden, vertraglich eine Ordnung vereinbaren werden, unter der sie gemeinsam friedlich zusammengeleben können. Also ein gegenwärtiger Philosoph, John Rawls, der diese Idee immer noch sehr stark vertritt, hat vom Schleier des Unwissens gesprochen. Wenn wir also alle in ein Unwissen zurückgesetzt wären,
wer wir sind, was wir besitzen, was wir fordern wollen, welche Wünsche wir haben, dann würden wir gemeinsam einen für alle gleich annehmbaren Staat erfinden. Kant spricht hier von dem ursprünglichen Vertrage, der doch das Prinzip aller Rechte ist. Aber natürlich kann ein solcher Vertrag nur ein gedachter, fiktiver Vertrag und als solcher wiederum eine hochidealisierte, wenig illusorische Voraussetzung sein. Und Kant selber sieht das ganz realistisch. In der Praxis sei auf keinen anderen Anfang des rechtlichen Zustands zu rechnen, so Kant, als den durch Gewalt, auf deren Zwang nachher das öffentliche Recht gegründet wird. Hier wirke der Neigung zur wechselseitigen Gewalttätigkeit der Bürger eine größere Gewalt, nämlich die der Regierung, mächtig entgegen. Gewalt kann man auch nach Kant anfänglich also nur durch Gewalt begegnen. Und wenn die Gewalt dann beim Staat und seiner Regierung monopolisiert ist, können Recht und Moral nachfolgen. Gewalt wird damit nicht befürwortet. Aber zumindest anfänglich im Blick auf die eben auch gewalttätige Natur des Menschen als unvermeidlich betrachtet. Ist sie dann zur Staatsgewalt monopolisiert und die Staatsbürger so weit diszipliniert, dass sie sich der Staatsgewalt fügen, dann erfahren sie diese Staatsgewalt nicht mehr als Gewalt. Also wenn wir hier sitzen, friedlich in diesem Vortragsraum, dann vergessen wir zum Beispiel die Gewalt des Hausmeisters, der sagen könnte, Schluss der Diskussion, raus jetzt. Ja? Das würden wir sehr schnell merken, weil bestimmt vielleicht kommt es so, ja, dass der kommt um 10 und sagt, es ist Philosophie hin, Philosophie her, es ist genug. Ja? Dann merkt man das, in der Regel merkt man das nicht. Jede Ordnung setzt eine solche Gewalt voraus. Und wenn aber die Ordnung besteht und wenn sie geschaffen ist, dann kann die Vernunft, so Kant, den Thron der höchsten moralischen gesetzgebende Gewalt einnehmen, kann den Krieg als Rechtsgang schlechterdings verdammen, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht machen, nicht nur einen zeitlichen, sondern gleich den ewigen Frieden. Aber mit ihrer Vorgeschichte bleibt hinter der rechtlichen und zuletzt moralischen Gewalt stets die Gewalttätigkeit mit allen Gräueln, so Kant, drohend als Alternative stehen. Das Entscheidende ist dann die rechtliche, die rechtsstaatlich institutionalisierte Gewalt, also die Durchdringung der Gewalt durch das moralgestützte Recht. Ich könnte jetzt noch eine ganze Strecke weiter vortragen, würde es aber für gewalttätig halten, denn jetzt habe ich, also ich weiß nicht, 15 Minuten gesprochen und wir wollen ja noch Gelegenheit haben, über die Dinge zu reden. Ich kann das eine oder andere, was jetzt noch gekommen wäre, ja auch in der Diskussion noch einfügen. Der brisanteste Teil des philosophischen Entwurfs sind die Präliminarartikel, über die ich jetzt ausführlich gesprochen habe. Der Rest ergibt sich weitgehend. Schon die Definitivartikel und dann die Anhänge. Und ich habe schon gesagt, wie es dann ausgeht mit dem moralischen Politiker. Darüber kann man eigentlich nicht, oder vernünftigen Menschen nicht gut streiten. Aber ich wollte Ihnen jetzt zeigen, wie Kant versucht, die Gewalt, also wenn das der Gegensatz gegen den Frieden ist, die Gewalt hinaus zu dämmen und wie sie ihm, weil er realistisch genug ist, im Rücken wieder zurückkehrt. Aber in einer anderen Form, in einer kultivierten, disziplinierten Form, die wir begrüßen. Wir wissen aber heute, wie ich anfangs sagte, vor allem durch Foucault, dass auch das Gewalt ist. Eine feinere, aber zugleich eine viel festere, gegen die Sie sich gar nicht wehren können. Sie können sich weder gegen die Grammatik wehren,
Ja, wenn Sie jetzt Lyrikerin sind, haben Sie da ein Problem. Sie sind an ein bestimmtes grammatisches Schema gebunden. Subjekt ist Prädikat. Ja? Es donnert. Ja, wer ist denn es? Die Japaner haben das nicht, dieses es. Ja? Da donnert es einfach. Und dann wird das Weltbild ganz anders. Ja? Das hat ungeheure Auswirkungen. Was Nietzsche die gewaltigste aller Gewalten hat. Und noch weniger gegen die Moral. Das ist sehr schwer. Also das darf man nicht vergessen. Und das ist jetzt nach meiner Interpretation eben der Rahmen, in dem wir heute diese Schrift lesen können. Von Kant. Wir können sie auch feiern. Kann man auch. Aber da kann man eine Festrede halten, aber kein Vortrag. Ich danke Ihnen.